Ich glaube, Schönberg hat das alles ausgedrückt, weil es war in ihm, es hat in ihm gekocht und so. Aber wenn wir das hören, müssen wir nicht daran denken. Wissen Sie, jeder Mensch hat eine andere Reaktion zu dem gleichen Stück Musik. Für sich, nicht nur anders als ein anderer, sondern ich sage, bin ich in eine melancholische Stimmung? Höre ich die G-Moll-Sinfonie von Mozart und ich denke, wie melancholisch es ist. Bin ich aufgeregt, denke ich, was für fantastische Spannung. Verstehen Sie, also habe ich recht? Und wenn ja, wann? Die Musik funktioniert anders für den gleichen Mensch in unterschiedliche Momente. Und Schönberg hatte bestimmt das Gefühl, er muss das wirklich sagen, schreiben, in diesem Moment. Aber er hat doch nicht erwartet, dass man die hört und an diesem Programm denkt. Naja, wissen Sie, es war für mich ein großer Tag, weil ich hatte erfahren, dass die Wiener Philharmoniker hatten Schönbergs Klavierkonzert nie gespielt davor. Das war eine große, große Ehre, muss man sagen. Und man kann das alles erklären. Die Wiener Philharmoniker waren ja nicht nur ein symphonisches Orchester, sondern eines der größten Opernorchester der Welt und hatten beschränktes Repertoire und so weiter und so weiter. Aber Schönberg kam ja letzten Endes aus Wien. Und die Wiener Philharmoniker haben zu dieser Musik etwas ganz Besonderes gebracht. Auch wenn sie das zum ersten Mal gespielt haben, 2005. Da muss man denken, das ist ja total verrückt. Und dann, 7 Jahre später, war ich wieder involviert in eine erste Aufführung von den Wiener Philharmoniker mit dem Violinkonzert, das mein Sohn Michael gespielt hat. Das heißt, meine Familie ist beteiligt in die erste Aufführung von zwei von den größten Wiener Komponisten aller Zeiten, Arnold Schönberg, von den Wiener Philharmoniker. Und die Wiener Philharmoniker bringen zu dieser Musik eine Zärtlichkeit, eine Gemütlichkeit, eine Selbstverständlichkeit, die andere es nicht schaffen, weil es ist sehr inspiriert vom Ort. Es ist sehr inspiriert vom Ort. Und wo andere Orchester kämpfen gegen die Schwierigkeiten. Die Wiener kämpfen auch gegen die Schwierigkeiten, aber dann finden sie sich selber in dieser Musik. Und das ist wirklich wunderschön. Es ist ein sehr schönes Gefühl, das ich nicht sehr oft habe, weil ich möchte, dass er sein Leben allein macht. Er muss sein berufliches Leben mit seinen Vornamen machen und nicht mit seinen Familiennamen. Familiennamen ist schon mehrere Jahre, bald in 5 Jahren, 70 Jahren auf der Bühne und das soll keine Last auf ihm sein. Also ich freue mich, wenn er mit anderen Dirigenten spielt und sie gut sind.